Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar heute habe ich wirklich was sehr, sehr, sehr Spannendes für euch. Und zwar bin ich heute mit Canelo bei dem bekanntesten Masseur in ganz Deutschland. Er hat unter anderem Peter Lombardi, andere Rapper, Fußballer. Und vor kurzem hat er ein Zertifikat gemacht, dass er jetzt ein Tierheilpraktiker ist. Ich muss es jetzt mal vorlesen, weil das ist echt viel, was er macht. Der Masseur ist spezialisiert auf Hunde und Pferde. Er ist ein Tierheilpraktiker, ein Tierchiropraktiker und ein Tierosteopath. Auf jeden Fall bin ich heute mit Canelo hier. Er wird ihn heute massieren, er wird ihn unter die Lupe nehmen. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie der kleine Mann sich heute schlägt. Weil er wurde noch nie von Fremden so wirklich angefasst und angetatscht und eingerenkt. Und ich hoffe, er macht sich gut. Aber ich glaube, das wirst du schon gut machen, ne, mein Schatz? Hä? Hä? Komm. Freunde, das ist Murat, von dem ich die ganze Zeit geschwärmt habe. Hi. Und mal gucken, wie er sich schlägt heute, oder? Ja, wir gucken mal. Bestimmt die eine oder andere Blockade lösen wir heute bei ihm. Auf jeden Fall. Gerade bei so Kraftpaketen ist das immer, ich habe ja auch so einen. Also hast jetzt auch keinen sein, Rottweiler, ja? Aber ich habe meinen am Stefan. Ja, ne? Der ist auch geil, ja. Das habe ich gesehen. Komm mal her. Bei Canelo ist halt das Gute, dass er, wenn er merkt, dass es ein Hundebesitzer ist, dann ist er auf jeden Fall sehr, sehr entspannt und nicht so aufdringlich. Der vertraut dann auch gleich schnell. Das sieht man gleich hier, er gibt ihm gleich Vertrauen. Er ist entspannt und will gestreichelt werden. Komm, hier nochmal mit. Guck mal, was wir bei dir machen können. Schaut schon mal sehr, sehr gemütlich aus. Ja, da riechst du andere Hunde, Canelo, ne? Weil lass den mal einmal ab, der soll hier einmal schnuppern. Und wir gehen einmal zu Bones, zeige ich euch einmal Bones. So, jetzt gehen wir zu dem Hund von dem lieben Murat. Der heißt Bones, oder? Ja. Bones. Alles klar, Bones. Der riecht einen anderen Hund. Oh no, der riecht halt Canelo, ne? Dominant. Freunde, das ist ja mal ein sehr schöner Hund. Bones, bist du lieb? So, Murat, wie bist du drauf gekommen, so ein Thema Hundebereich zu gehen, Tierheilpraktiker zu werden? Was hat also Tierosteopath und Tierheilpraktiker habe ich hauptsächlich nur wegen Bones gemacht, weil mein Hund ist Hyperallergiker. Ich war bei etzigen Ärzten, Tierheilpraktiker, Tierosteopathen, die sogar zu mir nach Hause gekommen sind, mach Sitz, um ihn halt zu behandeln, aber bis heute hat ihn halt keiner behandelt. Da ich ja schon seit Jahren mit Menschen arbeite, habe ich mir überlegt, ich so, ja komm, machst du das dann auch noch, weil viele meiner Kunden haben quasi einen Hund. Da kann ich Hund und Herrchen zusammen behandeln und das läuft richtig gut, das Prinzip, also das Konzept jetzt. Ich habe jetzt angefangen, vor 6 Monaten an ihm selber zu experimentieren und ihn zu behandeln. Und seitdem ich ihn behandle, geht es ihm halt viel besser. Ne? Guck mal, ihr seht das noch hier, Bones, komm mal her. Setz dich hin, Schatz. Seht das halt an seinen Ellenbogen, der hat halt überall so Entzündungen. Ne? Schaut mal, das ist jetzt alles weggegangen. Krass, ja. Zwischen den Pfoten hatte der das auch alles. Und das war eine ganz normale Milbenallergie. Und krass. Kein Tierarzt oder keiner ist drauf gekommen. Keiner ist drauf gekommen. Nee, bis ich ihn halt selber angefangen habe zu behandeln. Und das ist es, Freunde. Wenn man sich selber über seinen Hund beschäftigt und selber wirklich schaut, wieso geht es ihm schlecht, was kann ich machen, sich einfach selber herum experimentiert, dann am Ende findest du immer selber die Lösung. Setz dich hin, mein Schatz. Hinlegen. Hinlegen. Laut. Hinlegen. Hinlegen. Fein. Und jetzt dreh ich. Super! Fein gemacht, das hast du fein gemacht, ja hier. Und gerade an so einem Kraftpaket habe ich dann halt alles halt gelernt, ne, und quasi an ihm halt ausprobiert, wo die Hauptblockaden sind. Bones hat auch die Hauptblockaden halt hinten im Lendenwirbelbereich, genauso wie Brustwirbel. Okay, Bones, ich gehe einmal zu deinem Bro. Canelo, einmal gucken, was er hat. Canelo, Canelo, hopp. Fein. Leg dich mal hin. Platz. Ja, fein. Ja, hier hat er eine. Ja. Warte. Locker. Das ist so krass. Canelo. Platz. Nochmal Platz. Fein. Du machst das ganz gut, Schatz. Ganz gut, ja. Ja. Alles gut. Tat weh? Nein. Fein.
Fein gemacht, feiner. Hast dich erschrocken, ne? Also seine Halswirbelsäule war blockiert, weil die halt ständig mit dem Kopf halt unten laufen. Mhm. Und der hechelt jetzt auch ziemlich stark, weil ihm das halt wehgetan hat jetzt, ne? Aber das löst sich dann gleich. Super. Sehr gut, das machst du aber gut. Hast dich aber erschrocken ein bisschen, ne? Canelo, komm mal her. Fein. So, jetzt geh am besten über ihn, ne? Ja. Jetzt gehen wir an die Lendenwirbelsäule. Nicht erschrecken, ne? Okay. Gut. Komm her. Ja, fein. Oh, Alter, Digga. Fein. 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 Was hast du jetzt gemacht? Lendenwirbel. Ich habe den Lendenwirbel jetzt gelöst. Komm mal das hier. Macht man halt über den Schweif, halt, ne? Über den Schwanz bei den Hunden. Ja, am besten, du legst dich einmal mit dem hin. Ja, Platz. Genau, am besten, du hältst ihn auch wieder fest. Und am besten den Kopf festhalten, ne? Ja. Jetzt gehen wir an die Hüfte übers Bein. Wir lockern das Ganze erstmal. Boah, hier ist er richtig. Das wird ihm wehtun, ne? Mhm. Warte. Ist also halt ihn fest, ne? Fein hat mich gemacht. Ja, fein. Schau mal hier. Schau mal her. Das hast du super gemacht, Bussi. Gut gemacht. Zu fein gemacht. Oh, Kiefer. Mhm. Boah, ich ja, ich trau mich das. Ja, aber ich kann ihn eh davon abhalten dann. Kurz bevor er dich packen würde. Was denkt ihr, Leute? Wird er mich beißen oder nicht beißen? Canelo, du bist ja feiner, ne? Canelo, setz dich einmal hin. Sitz. Sitz. Das mag er gar nicht. Krass, was war das jetzt? Der Kiefer. Hunde, die halt ein starkes Gebiss haben, die renken sich den immer aus, weil die halt draußen auf Stöcke, Spielsachen oder sonstiges beißen. Aber das hast du gut gemacht. Ja. Was machst du da genau, Murat? Ich löse mir jetzt den letzten Lendenwirbel. Aus! Super! Super! Fein! Leckerli! Hast du super gemacht! Ne? Also du wirst das jetzt im Alltag halt bei ihm merken. Ne? Heute wird er erstmal down sein, der wird gleich richtig pennen, weil der Körper arbeitet hat. Der wird auch Muskelkater morgen haben. Echt? Also kann sein, dass er morgen ein bisschen jault. Aber so prinzipiell, gerade bei seinem Kaliber empfehle ich das schon, alle 2 bis 3 Monate einmal die Blockaden zu lösen. Prinzipiell würde ich sagen, bei ihm schon alle 2 Monate. Okay. So Freunde, ihr habt es gehört. Seine Adresse, seine Social Media Kanäle sind alle, wirklich alle in der Beschreibung verlinkt. Macht was Gutes für euren Hund. Spart nicht bei eurem Hund, das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn jetzt zum Beispiel irgendwas ist, dann seid ihr beim Tierarzt und zahlt das Doppelte an Rechnungen. Ja, teilweise sogar 4-fache, 5-fache halt. Ja. Ne? Und ich habe das ganze Jahr gelernt, um den Leuten halt quasi zu erklären, was ist an meinem Tier? Wir kriegen immer nur Diagnosen gestellt von den Ärzten. Ne? Und prinzipiell vieles da verstehen wir halt gar nicht, ne? Ja, was genau. Der Hund hat. Wir bezahlen einfach nur und hoffen, dass es unserem Hund gut geht. Und ja. Hier lernt ihr wirklich, wie ihr mit unserem Hund am besten umzugehen habt und was ihr am besten unterlassen solltet. Gerade Canelo sollte am besten nicht so viele Treppen steigen. Ne? Ja. Bei ihm, ne? Siehst du seine Pfoten vorne, die gehen schon ein bisschen auseinander. Siehst du, ah, und das ist schlecht, oder wie? Ja, ja, das ist schon echt so das erste Zeichen. Normalerweise sind die Pfoten waagerecht, zeigen immer nach vorne. Ich kann euch das gleich einmal bei Bones zeigen. Ne? Mhm. Da sind die halt nach vorne. Und bei ihm halt, weil er halt, was wiegt der jetzt? Boah, der wiegt jetzt gute 56 Kilo, ja? Ja, siehst du, der ist halt richtig Monsterkaliber. Und siehst du auch, der entlastet schon hier halt, ne? Mhm. Auf der Seite. Mhm. Können die wieder gerade werden oder ist es einfach nur ja, seine Statur? Ja, seine Statur halt gerade bei so großen Hunden, ne, die schwer sind, da kommt das halt immer wieder vor. Und du merkst das halt auch an seinem Brustkorb, ne? Der ist halt extrem ausgeprägter als halt dein hinterer Petal. Ich muss wirklich sagen, also wirklich, das ist, ich finde das gerade so krass, Canelo ist noch nie, wirklich noch nie so schnell zu einem Menschen hingegangen und hat ihm gleich vertraut. Canelo tut ihn die ganze Zeit ablecken, also abschlabbern, er gibt ihm Liebe. Murat natürlich der tierfreundlichste Mensch, den ich gerade kennengelernt habe. Das ist einfach schön anzusehen. Schaut euch das an, was soll ich sagen? Hast du fein gemacht, ne? Guck, der ist kaputt, der fällt jetzt gleich. Krass. Ja, dann merkt ihr halt, dass die Behandlung gut einwirkt, na, also geholfen hat, weil Canelo wird jetzt extrem müde, halt der Körper arbeitet. Also Freunde, ich werde hier auf jeden Fall, das wird nicht mein letzter Besuch werden, ich glaube, ich werde mich mit Murat zusammentun. Vielleicht können wir auch mal was zusammen machen, dass ich Zuschauer mit Hunden hier einlade und wir irgendein Projekt starten können. Deswegen, das ist eine gute Alternative, statt jeden Tag zum Arzt zu rennen. Ihr seht, er ist todesmüde, er ist todeskaputt, aber ich bin wirklich stolz auf ihn. Er hat zwar geknurrt, aber er war jetzt nicht aggressiv. Weißt du, er ist zu ihm gleich hin und geschaut, weil was passiert und so.
aber es ist noch okay. Wie gesagt, ganzen Infos zu Murat sind unten in der Infobox. Ihr könnt ihn abchecken, kontaktieren. Ich werde hier öfter vorbeischauen. Und ich nehme euch immer wieder mit. Ganz wichtig, Glocke aktivieren. Seid mit dabei, verfolgt mich auf dieser Reise. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Was hält ihr überhaupt davon? Sagt ciao. Ja. Yeah.